Wir sahen halt genau oder was relativ genau nach den Vorschlägen von SmackStack, weil sie das einfach die Erfahrung gezeigt, dass es halt dieses Zeitfenster, was man bekommt, halt auch schon zu 90% passt bei den Tieren. Wir sind hier auf dem Betrieb der Familie Köp, mitten im Herzen von Schleswig-Holstein. Wir bewirtschaften als Familienbetrieb mit meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder und mit mir 200 Milchkühe. Die Aufzucht behalten wir komplett, also männlich wie weiblich. Dazu fallen noch knapp 160 Hektar Bewirtschaftungsfläche an, 100 Hektar Ackerland, 60 Hektar Grünland ist das. Zurzeit haben wir eine fast reine Holsteinherde, rot wie schwarzbunt. Wir haben, bevor wir auf SmackStack umgestiegen sind, ein handelsübliches Bunserkennungssystem übers Halsband gehabt, was nur Aktivität messen konnte, was uns einfach nicht ausgereicht hat. Also es war einfach zu ungenau im Endeffekt. Besamungsindex, Brunstindex, also bei uns ist es so, durch SmackStack, du merkst halt den Kühe oder du merkst die Kühe schon viel früher, wann die erste Besamung, also die erste Brunst kommt nach Erkalbung. Die ist bei uns bei den meisten Tieren zwischen 30 und 45. 50. Tag kommen ganz viele Tiere schon nach der Geburt mit der ersten Brunst. Das ist für uns ein Kennzeichen, dass die Geburt halt einwandfrei verlaufen ist, dass die Fruchtbarkeit quasi komplett wiederhergestellt ist. So dass es heißt, auch für dich als Besamer, dass du halt mit der nächsten Brunst schon arbeiten könntest. Dadurch hat sich natürlich auch der Besamungsindex deutlich gesenkt, was auch dadurch spielt, dass wir halt morgens und abends besamen können. Also besamen halt relativ genau nach den Vorschlägen von SmackStack, weil sie das einfach die Erfahrung gezeigt, dass es halt dieses Zeitfenster, was man kommt, halt auch schon zu 90% passt bei den Tieren. Dass die halt mit wenig Aufwand doch der Trächtigkeitserfolg relativ hoch ist. Was auch auffällig ist durch das SmackStack-System, wenn sie mal TU-positiv gemeldet worden sind, aber durch Abort oder Resorption oder ja, die Frucht doch abgeworfen hat und man das nicht mitbekommen hat und der nächste Brunst ansteht, dann sagt er dir immer, ja, die ist auffällig, aber eigentlich tragen, da solltest du nochmal raufgucken. Hat man so vorher nicht gesehen und bei ganz, ganz vielen ist es so, dass es halt so ein heimlicher Abort war. Mit dem Zusammenspiel vom Tierarzt und auch dem gezielteren Einsatz von den Hormonen, so der Kostenfaktor geringer geworden, die Effektivität einfach besser geworden. Dasselbe oder diesen selben Vorteil sehen wir halt auch bei der Abkalbungsmeldung, dass SmackStack uns sagt, wann die Kuh wahrscheinlich kalben wird, was gerade bei uns auf dem Betrieb mit einem relativ kleinen Abkalbebereich ein großer Vorteil ist.